Ein sonniges Willkommen zu einer weiteren Runde Factorio. Natürlich mit mir, eurem Sunny. So, wir haben jetzt hier dieses Puzzlespiel vor uns. Oh, Moment. Ich glaube, ich mache die noch ein bisschen weiter runter. Denn wir werden später noch, ehrlich gesagt, noch was wahrscheinlich da, hier dazwischen bauen müssen. Man kann nämlich später, was sehr sinnvoll ist und nützlich ist, die Öle noch aufcracken. Und das ist etwas, was ich, wofür ich gerne etwas Abstand hätte. Denn wir müssen dann nochmal Chemiefabriken dazwischen bauen. Und ja, und für die später noch Kohleverflüssigung können wir auch noch machen. Dann können wir Kohle auch noch in Öl umwandeln. Aber das können wir dann hier, denke ich mal, daneben machen. Wir müssen dann zwar ein Öl wieder hochlegen. Ja, oder wir können das dann hier machen. Und hier könnten wir das Cracking machen. Da könnten wir hier einige Maschinen zum Cracken hinstellen. Wir können die Maschinen zum Cracken auch da drunter stellen. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall Platz. Damit haben wir auf jeden Fall genug Platz. So, jetzt fängt aber das Puzzlespiel an. So, fangen wir damit an. So. So. Und den machen wir einfach auf eine Dreierlänge. So. Der Punkt ist nämlich, ich muss die jetzt natürlich untereinander verbinden und dann hätte ich die hier gerne reingeleitet. So. Zum Glück haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich hoffe, das reicht. Mal gucken. So, dann kann ich jetzt nämlich die Seite mit der hier verbinden, auf der Höhe. Ich darf natürlich nicht die überschneidend haben, ne? Weil ich könnte jetzt halt, wenn ich den jetzt länger gemacht hätte, könnte ich den nicht verbinden, weil dann würde sich das Leichtöl mit jemand anderem verbinden und das wäre nicht Sinn der Sache. So, damit haben wir die nämlich schon mal alle verbunden. Nice. Jetzt würde ich den mit unten verbinden. Reicht die Länge? Ja, mega. Und der mit hier. So, und dann bleibt jetzt nur noch der mit dem. Dann haben wir jetzt eine andere, hier unten leider eine andere Anordnung als hier rauskommt. Aber das ist nicht so wild. Das können wir ja gut erkennen dank der Tab-Taste, Alt-Taste. Das heißt, hier wird das Alkangas drin gespeichert. Hier wird das Schweröl und hier das Leichtöl drin gespeichert. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Dann brauchen wir jetzt hier eigentlich nur noch Strom drauf. Und dann läuft das. Tutti. Und das läuft jetzt ehrlich auch gesagt auch eine Weile, weil wir haben jetzt hier erstmal einiges, was voll arbeiten laufen kann. So, und jetzt brauchen wir. Okay. Wir haben den genau an der richtigen Stelle anscheinend stehen. Ich glaube, da baue ich sicher jetzt aber mal noch einen zweiten hin. Aber halt auch wirklich so gerade so, dass er den Bereich noch mit drin hat, ne? Der hat anscheinend gerade was verteidigt, was. Ach, da. Hat aber gerade gedauert, bis er den hergestellt hatte. So. Warte mal. So. Zack. Dann können die beiden in den Bereich feuern. Ich denke mal, das ist ganz gut. Dann hätte ich hier oben ja eigentlich ganz gerne noch einen Radar, damit ich das auch ein bisschen besser einsehen kann. Verbindest du dich? Ja, perfekt. Dann stelle ich hier mal erstmal ein Radar hin. So, dann haben wir hier nämlich einen besseren Bereich, den wir einsehen können. Sehr schön. Oh ja, guck mal hier. Hier sind einige Angriffe gekommen. Da liegt so ein bisschen was rum. Kommen die von hier? Dann laufen die tatsächlich hier irgendwie hoch und sind hier rumgelaufen wahrscheinlich, um auf den hier zuzukommen. Und hier hat er sich irgendwie ein Einzelner wahrscheinlich verirrt. Weil die waren von hier drüben und sind hier rübergelaufen. Oh Mann. Ja, ich muss dann irgendwann mal ausräuchern gehen, aber die kommen halt auch immer wieder. Von daher, tja, so oder so, irgendwann müssen wir uns mit denen rumschlagen. Oh, der Stapelgreifelarm, den hätte ich ja gerne. Und ein Filterner Stapelgreifelarm. Ja, die finde ich ganz schön. Vor allem das, was wir danach kriegen, finde ich halt toll. Das hier. Ne, das hier sogar, eigentlich. Ja, genau. Das hätte ich ganz gerne. Lasertechnik ist mir jetzt noch nicht so wichtig. Elektromotor auch noch nicht. Kugelfeuerrate wäre natürlich schön. Ne, ich bleibe erstmal dabei. Ich nehme erstmal den Stapelgreifler.
Also gut, den Stapelgreifrahmen brauche ich im Moment noch nicht so sehr, aber ich hätte dann später gerne die Weiterentwicklung. Die Stapelgreifrahmen sind vor allem wichtig, wenn man irgendwelche, ja, großen Mengen hin und her schaffen will. Also gut, hier könnte er sich theoretisch lohnen, damit das hier vollgepackt wird. Und dann werden die Sachen natürlich auch schneller vollgepackt. Ne? Also insofern, das kann sich schon lohnen. Also hier würde es sich wahrscheinlich lohnen. So, wo war ich stehen geblieben? Ach so, ich bräuchte jetzt eigentlich zur weiteren Automatisierung, brauche ich jetzt Plastikingots. Die werden halt so einen richtig weiten Weg zurücklegen. Ja, also die müssen wir dann von hier unten irgendwo hier mit reinschaffen. Das wird ein toller Weg. So ein toller Weg, den wir da, wo wir das dann durch die Gegend legen werden. Ah, oh Mann, da freue ich mich schon drauf. So, ja, oder ich leite das Alkangas irgendwie nach oben. Nee, wir machen das hier unten. Wir machen das mal hier unten. So, was brauchen wir dafür? Wir brauchen wahrscheinlich Kohle, ne? Ich glaube ja. Mal gucken. Ja, ich mache das mal hier hin. So. Jetzt lass mich kurz überlegen, wie ich das am besten bauen will. So. Okay, und ich will hier herstellen, genau, die Dinger. Das heißt, ich brauche hier unten Kohle. Schön. Das heißt, ich schneide mir hier Kohle ab. Ich schneide mir lieber hier Kohle ab, sicherheitshalber. Ja, ich schneide mir lieber hier Kohle ab. Erst einmal zumindestens. So. Vielleicht sollte ich dann hier sicherheitshalber noch einen zweiten mit dran setzen. So, nur so sicherheitshalber. Klein bisschen sicherheitshalber. So. Moment. Ich kappe mal hier kurz die Leitung für den Fall, dass ich was umbauen möchte. Ah, das ist ganz gut. Dann haben wir auch später hier die Kohle für die Kohleverflüssigung in der Nähe. Das ist gar nicht so schlecht. Das ist echt gar nicht so schlecht. Ich gehe mal hier schon mal runter. So. Machen wir das hier. So, dann brauche ich natürlich ein paar lange Arme. Eins, zwei. So und so. Perfekt. Und ein paar kurze Arme, die gehen dann raus. Und dann kommt hier nämlich unsere Plastikproduktion hin. So. Die Schüsse sogar gerade gehört, ne? War auch irgendwie hier gleich. Ah, da liegt er. So. Das Ganze dann jetzt natürlich ans Stromnetz wieder mit dranhängen. So, jetzt brauchen wir nur noch das Alkangas. Das heißt hier nur noch. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, wie ich das am besten und am hübschesten verbinde. Das ist nämlich. Hab ich kein. Ach, ich hole mir mal kurz Rohre. Wenigstens 100 Stück oder so. Oder. Ach, was soll's. Davon kann ich zwei gebrauchen. Davon kann ich auch noch mal ein paar gebrauchen. Komm, gib mir mal. So. Ich will auf jeden Fall diesen Bereich hier. Dem hier hinten verbinden. Bis wohin geht das? Bis hierhin ginge das. Okay. So, dann nehme ich hier Rohre. Und hier mache ich noch mal ein unterirdisches. Bis hierhin.
und verbinde hier so. Ja, das sieht ganz gut aus. Ist jetzt nicht perfekt, aber ist okay. Wird nur nervig, wenn ich jetzt hier noch mehr ranhängen möchte. Da muss ich mir wieder was einfallen lassen. Eigentlich solltet ihr jetzt arbeiten. Achso, nee, kann ja noch nicht. Sekunde, ich brauche nochmal eins und eins. Ach, ja, natürlich. Ich muss immer erst eigentlich, dass ich die Dinger herstellen. Ja, das lohnt sich gar nicht. Dann nehme ich hiervon nochmal zwei mehr. So, perfekt. Jetzt müssten sie anfangen zu arbeiten. Achso, keine Kohle. Ja, klar. Die Verbindung geschaffen, aber ich habe es ja extra unterbrochen gehabt. So, zack. Okay. Dann wird das jetzt nämlich auch versorgt. Perfekt. Erstmal perfekt. Gut. Wir brauchen dann noch eine zweite Produktionskette. Da werde ich dann, kann ich hier drunter prinzipiell machen. Da kommt das Leichtöl dann rein. Wie mache ich die? Eigentlich gibt es da eine schönere Bauweise. Wenn ich die so baue, kann ich einfach hier unten ja die Kette mit den Rohren einfach durchziehen. Sozusagen. Ja, das ist eigentlich schöner. So, und dann habe ich hier einfach... Moment. Kommen wir bis hier hin? Das sieht gut aus. Jetzt ist die Frage, wie weit schafft der das jetzt von hier aus? Bis hier hin? Okay, gut. So. Und die sollen nämlich herstellen aus dem Leichtöl, sollen die Festbrennstoff herstellen. Der hat verschiedene kleine Vorteile. Der eine ist, er hat eine saumäßig hohe Energie, die er rausgeben kann. Wir können im Endeffekt unsere Kohleverbrennung dadurch ersetzen. Und zum anderen fahren unsere Fahrzeuge schneller mit dem. Oder beschleunigen zumindest deutlich schneller. So, das heißt, jetzt hier einfach zack und zack. Und dann brauche ich jetzt hier nur noch den. Und dann läuft das. Perfekt. Super. Okay, damit haben wir die beiden Produktionen schon mal angestrebt. Ja, muss ich sagen, die Baustelle, jetzt wo ich es gesehen habe, das ist so natürlich viel angenehmer als die Bauweise, weil ich hier viel mehr Abstände zwischen den Dingern lasse. Ich lasse es jetzt so, ich glaube nicht, dass ich viel mehr Plastik brauche erstmal. Aber ich behalte mir vor, später nochmal was dran umzubauen. Wir nehmen... Nehme ich hier eine Zwischenlager? Ja, nein. Außerdem würde es dann halt auf die andere Seite packen. Insofern gar nicht so schlecht. Ja, doch, ich mache das mal. Machen wir aber gleich mit schnellen Greifern. 1, 2, 3. 1, 2. Reicht, soll mir erstmal reichen. So, das wird ein kleines Zwischenlager. Zack, zack. Und zack. Damit erreichen wir zwei Sachen. Zum einen wird die zweite Seite mitgefüllt. Und zum anderen, wenn die Reihe voll ist, dann füllen sich die Kisten und wir haben nochmal ein kleines Zwischenlager, falls die hier mal mit der Produktion nicht hinterherkommen. Ja, das ist einfach so. Ist nicht notwendig, absolut nicht. Aber ist eine nette Sache. So, ich würde dann gleich hier mit denen weiter forschen, weil die anderen Sachen interessieren mich jetzt noch nicht so sehr. Wobei Module schön wären. Module wären richtig schön. Ja, Module wären im Moment richtig sinnvoll. Ich gehe mal auf Module. Dann können wir nämlich unseren Energieverbrauch deutlich senken, ehrlich gesagt. Moment, was brauchen wir, um die Module herzustellen? Das Modul, was ich herstellen will, ist Effizienzmodul. Da brauchen wir schon die roten Schaltkreise. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt hier durchziehen, was das Thema angeht. Wir brauchen die roten Schaltkreise. So, also ich muss das Plastik nach oben verlegen.
Führt kein Weg dran vorbei. Dafür brauche ich auf jeden Fall mehr Laufbänder. Das heißt, ich hole mir jetzt erstmal eine ordentliche Menge Laufbänder. So. So. Okay, also die roten Dinger, die brauchen Kupferkabel. Die hätten wir hier in der Produktion. Und die brauchen die grünen Dinger. Die hätten wir auch hier in der Produktion. Das können wir nach hier rüberleiten. Und die Kupferkabel können wir auch nach hier rüberleiten. Das heißt, ich würde sagen, wir machen das dann hier. Okay. Wir könnten langsam auf die besseren Montagemaschinen eventuell gehen auch. So. Wollen wir die benutzen? Der Punkt ist, wenn ihr jetzt tatsächlich. Ich nehme erstmal noch die. Machen wir mal 4 Stück davon. 4. So. Ah ne, das geht gar nicht, ne? Moment. Wir brauchen die größeren. Mein Fehler. Weil wir müssen ja 3 Sachen drin unterbringen. So. 1. 1, 2, 3, 4 Abstand. So. Mal gucken. Von hier unten müsste das Plastik kommen. Sekunde. Ich brauche 2 elektronische Schaltkreise und das. Okay. Das Plastik. Und die Kabel brauche ich auch. Also eigentlich wäre es sinnvoll, wenn die Kabel auf einer eigenen Bahn laufen. Weil ich von denen halt mehr brauche als von den anderen. Das heißt, die sollten ihre eigene Bahn haben. So. So. Dann mache ich das andersrum. Dann kommen die Plastikkabel hier, werden hier unten die Ingots oder wie auch immer die Dinger sich nennen, werden dann hier zusammengepackt. Habe ich davon eigentlich noch welche? Ah, nicht mehr viele. So. Zwar mit dem Ding dann zusammengepackt. Nach hier unten führend. So. Das heißt, die Plastikkabel müssen irgendwie hier lang. Ah, Kunststoffstangen. Kunststoffstangen heißt das. So, und wenn wir jetzt sowieso schon hier sind, hier mal kurz reparieren. Kurz kontrollieren. Du kannst mal wieder hochgesteckt werden auf 100 Schuss. Oh, ich freue mich schon darauf, wenn wir die Dinger automatisch beliefern lassen können und nicht mehr von Hand nachlegen müssen. Haben wir hier noch einen? Ja. Ich baue mal noch rasch einen. Dann stelle ich hier nämlich 2 Türme hin. So. Und so. Das dahin. Und das dahin. So, sehr gut. Prima. Und dann kommt hier ein langer Greifarm hin und hier, so wie hier. Irgendwo wurde schon wieder was beschädigt. War anscheinend nicht so schlimm. Okay. So. Und hier unten hat das sogar weggebracht, bevor ich überhaupt richtig nachgucken konnte, was passiert ist. Sehr gut. So freue ich mich darüber. Zack. Ich habe hier vielleicht ein bisschen eng gebaut, sehe ich gerade. Weil. Hier geht jetzt die Spur hoch. Ei. Ja, na gut. Ist halt so. Dann werden wir hier die Kombination machen. Okay, das kann tatsächlich nicht funktionieren. Das ist gerade doof. Hier müssen die Plastik-Ingots dann ankommen. Die Kunststoffstangen.
So. Zack. Weil hier... Achso, Mann, ich bin doof. Nein. So. So. Dann gehen die hier unterirdisch und verbinden sich dann hier. Da kommen dann die Roten hin. Oder wir machen das andersrum. Moment. So. Und ich ziehe den dafür durch. Ich glaube, das gefällt mir besser. Ich weiß nicht wieso, aber ich glaube, das gefällt mir besser. So. Den brauchen wir dann natürlich nicht so weit, aber der hier. So. Das hier, die Mauer, die werden wir irgendwann mal versetzen. Nicht jetzt die kompletten Bereich falsch rumbauen. So. Gott, wir haben sowieso viel zu wenig Platz. Wir haben sowieso viel zu wenig Platz. Ich gehe jetzt hier einfach direkt an der Mauer lang. So. Dass ich jetzt hier direkt an der Mauer das Ding langziehe. Auch eigentlich völlig bescheuert, aber hey, ich habe im Moment einfach nicht den Platz. Wie gesagt, das bedeutet einfach nur, wir werden den Bereich dann später mit sichern müssen, nochmal die Mauer verschieben, dann passt das schon. So. Okay, das ist jetzt schon ein bisschen zu tief, ehrlich gesagt. Effizienzmodul erforschen. Effizienzmodule sorgen einfach nur dafür, dass wir weniger Strom verbrauchen. Wenn ich mich nicht irre, haben sie sonst keinen Effekt. Das heißt, sie haben einfach nur einen puren, netten Vorteil. Und das ist Gold wert. Richtig, richtig Gold wert. So. Und Kunststoffstangenmarsch. Perfekt. So, dann gucke ich mir jetzt mal an, dass alles bereit ist, sobald die ankommen, dass die Produktion losgehen kann. So. Wie gesagt, also diese Effizienzmodule, von denen ich die ganze Zeit rede, die können wir in sehr viele Dinge reinstecken, wie zum Beispiel halt die Montagemaschinen der Stufe 2 oder höher. Und nein! Und die sorgen halt einfach dafür, dass wir pro Modul, glaube ich, 30% weniger Energie verbrauchen oder so. Das heißt, wir können hier in die Dinger, ich muss anscheinend erst auswählen, was sie produzieren sollen, nämlich die Dinger hier. Achso, hier unten. So. Dann haben wir hier zwei Module frei. Das heißt, wir können hier einfach sagen, hey, verbrauch mal 60% weniger Energie. Und das ist halt episch viel wert. Das ist halt voll gut. So. Dann mache ich hier nochmal eine Unterführung. Nein, nicht so rum. Von hier nach da. So, jetzt. Okay, gut. Das ist gut. Sehr schön. So, ja, jetzt brauchen wir nichts. Oh, guck mal, da ist das Kupfer unterwegs. Yeah! Wie viele Minuten sind wir denn? 24, komm, auf das Kupfer warten wir. Auf Kupfer. Kunststoff! Mann, das Kunststoff ist hier. Auf das Kunststoff warten wir jetzt noch. Effizienzmodule erforscht. Sehr schön. Was bräuchten wir jetzt? Bergbauproduktivität ist natürlich nett. Das heißt, im Endeffekt einfach nur, dass unsere Produktivität um 2% steigt. Nehmen wir. Mehr macht es nicht. Einfach nur mehr Produktivität. Also die arbeiten schneller, kurz gesagt. Ein bisschen früher sind sie sozusagen immer mit einem Produkt fertig, wenn ich mich nicht irre. Und das ist halt nett. Ist jetzt nicht mega notwendig, weil wir im Moment sowieso irgendwie Überschuss haben. Was bestimmt nicht mehr lange so ist. Mal gucken. Ah, wir werden hier die Produktion erhöhen müssen und dann werden wir hier die Produktion auch erhöhen müssen bei den Kupferkabeln.
Ja, zum Glück können wir hier noch ein bisschen die Produktion erhöhen. Und hier, ja, werden wir wahrscheinlich zum Großteil einfach beschleunigen müssen, tatsächlich die Produktion. Das heißt dann auch wahrscheinlich die blauen Montagemaschinen hin. Die sind halt einfach ein bisschen schneller. So, jetzt geht's hier los. Das heißt, oh, die können noch gar nichts rausgeben. Sekunde, zack, zack, zack und zack. Perfekt. So, damit produzieren wir die jetzt auch. Und müssen dann mal gucken, wo wir die jetzt überall verwenden können. Ich nehme mir jetzt natürlich wieder mal, das kennen wir ja schon, eine kleine Menge ab. So, machen wir mal wieder zwei Stacks. Zack. So. Und dann mache ich mir das hier in die Nähe. Ja, mache ich hier mal um die Ecke gleich. Eine Montagemaschine. Reicht eigentlich auch noch eine alte, oder? Wo die Produktion von den Dingern. Also ich will jetzt hier im Endeffekt die Produktion der Effizienzmodule hier halt rasch mal machen. Nur so eine kleine. Und die braucht, weil. Selbst wenn ich alles, was ich dafür habe, im Inventar habe, brauchen die unfassbar lange, um produziert zu werden. Das ist echt keine Freude, diese Dinger zu produzieren. Und dementsprechend würde ich die gerne nicht von Hand produzieren. Das heißt, ich kann mir hier jetzt dann eine Menge rausnehmen. Sagen wir mal, ich warte mal auf 45. Komm, komm, komm. 45. Danke. Dann schmeiße ich die hier mit rein und hiervon ebenfalls 45 und dann sage ich ihm hier, mach mir mal Effizienzmodule. So, die senken dann den Energieverbrauch halt um 33%. Ich glaube, hier lohnt sich echt kein schneller Greifarm. Werden wir gleich sehen. Warum? Weil die Produktion von den Effizienzmodulen ist echt langsam. Sie ist halt wirklich, wirklich, wirklich langsam. Und also ich glaube, das ist sogar schneller als bei mir im Inventar. Also wenn ich die jetzt bei mir im Inventar anklicken würde, ich nehme mal 5 Stück raus, 1, 2, 3, 4, 5. Wenn ich die jetzt bei mir im Inventar bauen würde, die brauchen halt, ne, merkt ihr das? Das braucht halt echt ewig. Ich würde, also wenn, vielleicht sind sie gleich schnell, ich weiß es nicht. Aber der Punkt ist halt, wenn du davon halt irgendwie 10 Stück machen möchtest, macht keinen Spaß, macht überhaupt keinen Spaß. So, was wir jetzt halt einfach machen, ist, die hier reinpacken und dann können wir hier uns das angucken. Wir verbrauchen jetzt nur noch 59,9 Kilowatt statt 150. Ja. Und ihr seht, unsere Energie ist sowieso jetzt echt hart am Kämpfen. Aber wenn wir jetzt einfach hier diese Produktion halt machen, dann können wir tatsächlich unseren Verbrauch relativ stark absenken. Natürlich ist das sinnvollst, wir packen die in Sachen, die halt viel Energie verbrauchen. Und wir müssen halt jetzt ganz kurz mal gucken, was am meisten Energie für uns verbraucht. Die Dinger verbrauchen halt 150. Bei den Dingern können wir nichts reinpacken. Doch, können wir. Was? Können wir? Aber die machen nur 60 Kilowatt. Wie we überraschend wenig. Okay. Wäre aber wahrscheinlich, wenn ich mich nicht völlig irre, die hier machen auch, glaube ich, nur 90, genau. Das heißt, da sind immer noch unsere Montagemaschinen günstiger, wenn wir es da reinpacken. Also ist effektiver. Das bringt mehr. Aber wenn ich mich nicht völlig irre, die Dinger hier, die machen so einen richtig harten Verbrauch. 420 Kilowatt. Und da hauen wir die jetzt auch rein. So. Ich mache in beide jetzt nur zwei rein, weil ich noch nicht so viele habe. Wir können auch theoretisch drei reinmachen. Allerdings, Moment, ich zeige euch das kurz. Gehen wir dann nicht auf 90% Ersparnis, sondern nur auf 80. Denn das ist halt das Limit. Mehr als 80 können wir nicht einsparen, aber ist natürlich trotzdem nett. Ja? So, jetzt haben wir hier nur noch 167 Kilowatt. Und das macht sich halt schon bemerkbar, weil die beiden haben halt einfach gerade richtig was eingespart. Statt 420 nur noch 167. Da sparen wir 200, 220, 220
nochmal 30 dazu, 250, 253 Kilowatt, richtig? Das ist natürlich, das scheppert. Wir sparen alleine nur an den beiden 500 Kilowatt ein. Also perfekt. Perfekt. Natürlich nur solange sie laufen, ne? Ist es halt sinnvoll. Das heißt, man sollte das immer in Sachen reinpacken, von denen man, also damit anfangen, es in Sachen reinzupacken, bei denen man davon ausgeht, dass sie lange laufen. Oh, wir können es auch hier reinpacken. Aber die verbrauchen, glaube ich, auch nicht so viel, ne? 90 Kilowatt. Oh. Naja, egal. Also, wie gesagt, hier könnten wir es auch noch reinpacken. Es gibt genug, was wir versorgen können. Also, wenn denn die Notwendigkeit uns trifft. Auf jeden Fall soweit schon mal. Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, eine sonnige Verabschiedung von mir, eurem Sunny. Wir sehen uns zur nächsten Folge und bis dahin wünsche ich euch natürlich alles, alles Gute. Ich werde dann jetzt eine kleine Aufnahmepause machen, aber wir haben auch ganz gut was erreicht. Wir haben ja roten Dinger jetzt in der Produktion und ich glaube, da werden wir dann auch weitermachen, denn damit sind wir jetzt nicht mehr allzu weit tatsächlich von dem Wissenschaftsmodul entfernt, denn dann fehlen uns jetzt noch die Motoreinheiten und die sind zwar nervig, aber absolut machbar. Oh Gott, Stahl. Musst du richtige Stahlproduktion machen. Oh. Naja, dann wir sehen uns zum nächsten Mal. Bis dahin, alles Gute und ciao, euer Sunny.